Zweiklassenrente in Deutschland, gesetzliche Altersrente gegenüber den Beamtenpensionen. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ja, Sie wissen ja, dass ich mich auch um das Thema Beamtenpensionen versus gesetzliche Altersrente beschäftige. Also es geht immer um die Frage auch der Gerechtigkeit der Altersvorsorgesysteme, die wir in Deutschland haben. Ist es denn eigentlich gerecht, dass gesetzlich Versicherte praktisch eine halb so große Rente nur bekommen wie Pensionäre, die vielleicht sogar deutlich weniger arbeiten müssen, aber trotzdem immens hohe Pensionsansprüche, hohe Gehaltsansprüche haben? Meine Damen und Herren, damit das hier auch ganz klar ist, ich möchte also Pensionäre, Beamte nicht gegenüber den gesetzlichen Rentnern ausspielen, sondern ich möchte auf ein ganz, ganz großes gesellschaftliches Problem in Deutschland hinweisen, nämlich die Zwei-Klassen-Rentengesellschaft. Und das war ja das Thema meines Videos. Und dazu habe ich eine ganz tolle E-Mail bekommen, die möchte ich Ihnen einfach mal vorlesen. Und dann können Sie ja ganz gerne, ich steige dann auch aus der E-Mail raus, ich werde das gar nicht kommentieren weiter, und dann können Sie ganz gerne mal bitte Ihre Kommentare dazu schreiben, was Sie denn davon halten, ob Sie es gerecht finden, dass wir in Deutschland zwei Rentensysteme in Anführungsstrichen haben, also einmal die gesetzliche Rentenversicherung und die Pensionen der Beamten deutlich höher sind als die der gesetzlich Versicherten, und dann natürlich auch die totale Ungerechtigkeit, dass Pensionäre eine Inflationsausgleichsprämie bekommen. Ja, also ich lese Ihnen das mal vor und bin gespannt auf Ihre Kommentare. Sehr geehrter Herr Knöppel, mit großem Respekt und Interesse habe ich auf Ihrem Beitrag 10,5% mehr für Pensionäre, warum nicht auch für gesetzliche Rentner, verfolgt. Ich bin Rentnerin und habe ein turbulentes Arbeitsleben hinter mir. Ja, also Diplom-Ingenieur und dann auch noch Doktor und so weiter. Also schon Respekt, haben Sie viel geleistet. Prima. Um ehrlich zu sein, empfinde ich die Aktion der Vergabe der Inflationsprämie nur an Pensionäre als sehr unangemessen und sogar eine reine Provokation für Rentner. Rente, großer Sprung für Pensionäre, Experte reißt die Hutschnur, da hört der Spaß auf, da meint sie möglicherweise mich. Ich bin da zitiert worden in einer Zeitung, in einer Online-Zeitung, ich glaube der Westen, oder und da habe ich da möglicherweise dazu was gesagt. Der Ausdruck Zweiklassengesellschaft bei Rente trifft vollkommen diese Ungerechtigkeit zu. Haben wir nicht genügend Spaltungen in unserer Gesellschaft? In solchen Krisenzeiten, in welchen von den finanziellen Problemen insbesondere die Menschen betroffen sind, die nicht so gut verdienen, sollten die finanziellen Unterstützungen für alle Klassen gerecht verteilt werden. Oder? Fragezeichen. Ich bin froh, dass es Menschen gibt wie Sie, die den Mut haben, die Ungerechtigkeit offenzulegen. Herzlichen Dank, mache ich gerne. Die Frage ist aber, ob die Offenlegung der Ungerechtigkeit dazu führen, dass die Rentner endlich auch eine Inflationsprämie in 2023 bekommen. Mit viel Sympathie und freundlichen Grüßen und so weiter. Ja, meine Damen und Herren, Sie haben es gehört, was die Dame zu sagen hatte. Ich finde es prima. Ich gehe nicht davon aus, dass wir 2023 eine Inflationsprämie bekommen werden. Das glaube ich eher nicht. Und ich werde natürlich an diesem Punkt immer weitermachen und sagen, das darf so nicht sein, dass hier es Klassen in unserer Gesellschaft gibt, die besser behandelt werden als andere. Wir hatten einmal schon so ein Thema, wo es fast richtig dolle geknallt hätte. Das war damals das Thema mit der Energiepreispauschale. Da hat es dann auch richtig Druck von unten gegeben. Und ich bin der Meinung, meine Damen und Herren, dass Sie hier weitermachen müssen, dass Sie weiter Druck machen müssen, dass Sie weiter Druck auch gegenüber den Beamten und natürlich auch den Abgeordneten im Bundestag machen müssen. Also, nehmen Sie einfach mal Kommentar auf, schreiben Sie was zu diesem Thema, was ich Ihnen hier gesagt habe, was Sie davon halten, ob das gerecht ist, dass wir hier eine Zweiklassengesellschaft haben und dass Pensionäre hier die Inflationsprämie bekommen. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.